Hallo liebe Träumergemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, in diesem Video mache ich mal weiter mit meinem Frage-Antwort-Spiel und eine öfter auftauchende Frage ist, was benutze ich für Schuhe? Ja, Schuhe. Das ist erstmal keine Atomphysik. Ihr solltet selber wissen, wo fühlt ihr euch wohl mit? An dieser Stelle kann ich zum Beispiel empfehlen, dass ihr leichtes Schuhwerk tragt. Meine Lieblingsschuhe, und das ist keine Werbung, sondern das ist einfach alles jetzt mal so ganz salopp gesagt, ist auf der Bühne zum Beispiel und im Studio nutze ich immer Puma Cats. Die haben eine 2 bis 5 mm dicke Sohle und geben mir so das Spielgefühl, als wenn ich direkt auf dem Boden spielen würde. Das finde ich sehr wichtig und es macht auch wirklich Sinn für euch, wenn ihr zum Beispiel zu Hause oder im Proberaum oder auch auf der Livebühne immer dieselben Schuhe dabei habt. Damit sich einfach eure Füße auch an das Gewicht gewöhnen, weil auch Schuhe haben in sich natürlich irgendwo, auch selbst wenn es nur 5 oder 10 Gramm Unterschied sind, immer so einen leichten Unterschied, dass die Muskulatur auch an der Stelle anders belastet wird oder ihr rutscht vielleicht über das Pedal, wie ich es hier unten gerade zeige. Also ich für meinen Fall benutze am liebsten Chucks oder auch EMP haben sehr, sehr coole stylische Schuhe auch, die ihr passend zu eurem Stage-Outfit kaufen könnt. Wichtig ist, ich habe hier mal einen Schuh für euch parat, dass der im Fußballenbereich, dass der weich ist. Ne, wenn ihr schon einen Schuh habt, der sich nicht biegen lässt, dann ist der eigentlich schon in dem Bereich viel zu hart, weil es ja auch letztendlich irgendwann um die Technik geht. So. Und da sind wir natürlich dann bei dem Punkt, dass leichtes, weiches Schuhwerk euch auch nochmal eine komplett neue Technik eröffnet. Weil, wie ihr jetzt hier unten sehen könnt, machen viele halt auch immer diese Bewegung. Ne? Da arbeitet ihr sehr aus diesem Beinheber raus. Das heißt also, sehr viele sind mit ihrer Technik so, dass die beim Heben des Fußes sehr viel Kraft verbrauchen und dann nicht mehr die hundertprozentige Kraft haben für den eigentlichen Tritt oder Schlag. Das ist bei der Handtechnik ja ähnlich. Bei mir ist es so, dass ich also meine Fußtechnik so angepasst habe, dass ich erstmal hauptsächlich aus den Zehen raus spiele. Das ist eine ziemlich coole Technik, die auch mit den Schuhen natürlich zu tun hat. Wenn ihr jetzt hartes Schuhwerk habt mit einer dicken Sohle, Laufschuhe zum Beispiel oder auch Boots. Ich hatte letztens erst noch eine Schülerin hier, die, das war ganz lustig, die ist nach ihrer Schlagzeugeinheit, wollte die noch shoppen gehen und hatte hochhackige Schuhe an. Da habe ich sie auch gefragt, ob noch alles in Ordnung ist, weil mit so einem Schuh kann man natürlich nicht trommeln. Das sieht cool aus, gar keine Frage. Also eine hübsche Lady in hohen Haken am Schlagzeug, cool. Aber rein technisch gesehen bringt das gar nichts. Ne? Also hallo Ladies, versucht irgendwie kleine, nette Schuhe zu tragen. Und wenn ihr abends weggeht, könnt ihr die hohen Haken anziehen. Nein, also immer versuchen, das passende Schuhwerk dann halt auch, was ihr gewohnt seid, mit dabei zu haben. Und dann natürlich auch in gewohnter Weise spielen zu können. Wenn ihr natürlich jetzt auch immer unterschiedliche Pedale habt, kann ich euch mit den Schuhen natürlich keinen guten Tipp geben. Wichtig ist, dass die Schuhe leicht sein sollten. Sie sollten dehnbar sein und einfach gemütlich sein. Die sollten euch nicht stören, auch vom Gewicht her nicht. Ansonsten gibt es da eigentlich keine großen Tipps, das müsst ihr selber rausfinden. Ich finde es halt sehr wichtig, dass man halt auch mit Schuhen spielt. Und ja, auch da gibt es natürlich ein paar nette Kommentare und auch ein paar coole Kollegen und nette Kollegen, die mir auch schon gesagt haben, hey, also ich spiele am liebsten barfuß oder auf Socken. Cool,
Kann man ja machen. Ich, in meinem Fall, der schon den ein oder anderen siffigen Proberaum in meinem Leben erlebt hat und auch so das ein oder andere ausgekippte Bier und noch andere Substanzen auf irgendwelchen Bühnen der Welt, glaub mir, ich gehe nicht barfuß durch irgendwelche Proberäume, geschweige denn über irgendwelche Bühnen oder Festivals. Finde ich nicht so toll. Das kann aber jeder für sich selber entscheiden. Wenn du oder du natürlich jetzt barfuß total super seid, dann, mein Gott, dann spielt barfuß. Ne? Aber dann würdet ihr euch, glaube ich, über das richtige Schuhwerk jetzt nicht dieses Video anschauen. Anyhow, Socken, kommen wir darauf zurück. Auf gar keinen Fall bitte. Es sei denn, es sind so Stoppersocken, wo ihr euren Fuß kontrollieren könnt. Weil mit Socken könnt ihr euch vorstellen, was ihr da über das Pedal rutscht, das ist für die Kontrolle der Pedale der Füße vollkommen ungeeignet. Ich kann euch empfehlen, ihr müsst es nicht machen, aber macht es nicht. Ne? Also stellt euch euer Paar Schuhe neben das Schlagzeug, zieht sie an, übt damit und vielleicht habt ihr noch so ein kleines Täschchen, so einen kleinen Kulturbeutel, wo man das wie damals in der Schule, ne? Wir gehen jetzt zum Sport, so ein kleines Täschchen und nehmt diese Schuhe halt immer mit. Ich mache das so. Ich kaufe mir auch immer zwei Paar von den Schuhen und dann brauche ich sie halt nicht immer durch die Gegend schleppen. Das kann jeder so halten, wie er möchte. Ja, ansonsten habe ich jetzt erstmal nicht mehr dazu zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Thema ein bisschen weiterhelfen, dass das Schuhwerk nicht unbedingt diese ganz normalen Straßenschuhe sein sollten, wie ihr sie normal tragt. Aber ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Vielleicht erzähle ich dem einen oder anderen was Neues. Wichtig ist, dass ihr immer dieselben Schuhe tragt. Das finde ich brutal wichtig. Genauso wie immer euer eigenes Pedal benutzt, ob es jetzt Single- oder Doppelpedal ist, wenn ihr in irgendwelchen unterschiedlichen Proberäumen unterwegs seid, ne, weil das für euch eingestellt ist. Und die Schuhe machen da immens was aus. Und ja, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Hinterlasst einen Kommentar, einen Daumen nach oben, zwei Daumen nach unten. Kommt mich in meinem Shop bei www.andrehilgers.com besuchen. Vielleicht habe ich noch das ein oder andere Video. Gerade was die Schuhe betrifft, habe ich ein sehr, sehr cooles Double Bass Video für euch am Start, was für Anfänger und für Fortgeschrittene ganz tauglich ist. Und auch für Leute, die schon längere Jahre trommeln. Es ist aufgebaut wie im ganz normalen Unterricht, nur in Papier- und Videoform. Und ja, hinterlasst einen Kommentar, fragt mich, was ihr wollt, hat mich gefreut, euer André.